Das evangelisch-reformierte Forum St. Gallen, ein 100-jähriger Verein, der Bildung, religiöse Bildung für die gesamte Stadt organisiert. Dieser Verein hat eingeladen zum diesjährigen Programm Krieg und Frieden. Und wir danken für das Interesse und auch in Ihrem Namen begrüße ich herzlich Eugen Drewermann, der heute schon um 9.30 Uhr auf den Zug ging und eben erst angekommen ist. Mal angerufen, ein Anschluss hätte nicht geklappt, ich habe schon gebankt, was machen wir dann heute Abend? Wir hätten vielleicht zusammen das Interview mit Putin anhören können, als Ersatz. Ja, Eugen Drewermann muss ich nicht so lange vorstellen, er war oder ist Priester, war Priester. Und auch Privatdozent und beide Funktionen hat man ihm genommen. Wegen seiner tiefen psychologischen Exegese auf die Bibel, das hat Vatikan nicht so gepasst. Er hat sich spezialisiert auf therapeutische Arbeit, therapeutische Sicht auf die Bilder der Bibel und hat viel geschrieben. Aber nicht nur geschrieben, immer auch wieder gesprochen an Demonstrationen. Er ist einer der letzten, hoffentlich nicht Pazifisten, die das irgendwie versuchen durchzuhalten. Und er hat schon im Golfkrieg, Libanonkrieg, immer auch Sachen hinterfragt gegen den offiziellen Strom der Medien. Er engagiert sich auch im Tierschutz, Umweltzerstörung. Er hat sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert, was ihn heftig in Verruf gebracht hat. Und gerade jetzt in Deutschland natürlich noch mehr, wenn jemand auch Putin verstehen will, so ist das ein Schimpfwort. Das soll man nicht, darf man nicht zu viel zuhören. Er plädiert für Dialog. Man muss die andere Seite auch anhören und versuchen, der Propaganda auf beiden Seiten zu widerstehen. Was nicht einfach ist, Eugen Drewermann wird uns heute angesichts der politischen Situation die Bibel nahebringen, die Bergpredigt, wo man so gemeinhin sagt, ja, das ist fürs persönliche Leben, sicher nicht für eine Gesellschaft oder für Staaten. Und ich bin selber gespannt, wer da die Kurve kriegt. Herr Drewermann, Sie haben das Wort. Ich habe vergessen zu sagen, dass wir eine ganz kleine Einleitung von Musik haben, von Peter Rohner. Thank you.
Lieber Herr Schöndner, lieber Herr Rohrer, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich danke ich für diese freundliche Einladung und Einleitung in Wort und Musik, Ihnen selber aber für das Interesse und in gewissem Sinne für den Mut, heute Abend gemeinsam nachzudenken über den Frieden. Darf man das noch? In unseren Tagen der Wendezeit, 28. August in München, der deutsche Kanzler Scholz steht auf dem Marienplatz, um seine Politik in der Öffentlichkeit dem Publikum zu erläutern. Als ein paar Leute mit Friedenstauben, Plakaten in den Händen zu sehen sind, er aber sie anfährt, das sind vielleicht gefallene Engel aus der Hölle, weil sie dem Kriegstreiber Putin das Wort reden. Soll man denken, die Engel über den Fluren von Bethlehem hätten Krieg gepredigt? Und es wäre völlig umsonst zu sagen, Herrlichkeit ist Gott in den Höhen, nur dann, wenn Frieden ist auf Erden bei Menschen, die Gottes Güte glauben können, denn Menschen seiner Huld. Das ist die Wesensaussage der Person und der gesamten Botschaft Jesu. Wer sie in die Hölle wünscht und für den Quell des Bösen erklärt, pervertiert nicht nur die Botschaft Jesu, das gesamte Christentum. Er verformt uns als Menschen im Kern. Und wir sind hineingetaucht in eine Orwellsche Welt. Krieg ist Frieden, Lüge ist Wahrheit, Gewalt ist Güte, Hunde sind Katzen, was auch immer befohlen wird, die Mächtigen haben es zu sagen. Dabei ist jedem klar, dass im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Engel mit ihrer Botschaft sich richten gegen die Art der Politik, die unter Kaiser Augustus im römischen Imperium herrscht. Ein Protest vom Kapitol in Rom bis zum Kapitol in Washington. Weltmacht. Und dann unter den Dritten der Legion erblüht der Friede. So kommt er nie. Wie aber dann? Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen, ist die Auskunft so ziemlich aller Politiker. Und wo sie recht haben, haben sie recht. Ihre Art von Politik kann man mit der Bergpredigt, weiß Gott, nicht machen. Denn alles, was Jesus wollte, war die Änderung dessen, was wir heute ganz salopp als Politik betrachten. Ein kleines Beispiel. Helmut Schmidt, Kanzler in der Bundesrepublik, wie Sie wissen, hat vor Jahr und Tag in einem Interview im Fernsehen gesprochen mit Jacques Chirac. Der Franzose bekennt sich als gläubiger Katholik. Helmut Schmidt ist ehrlich genug, sich zu bekennen als ungläubigen Atheisten. Wieso? Fragt ihn der Franzose. Kann ich dir erklären, Jacques? 1941 an der Ostfront, Krieg gegen Russland. Der Militärpfarrer kommt und erklärt, dass Gott auch diesen Krieg in seinen Händen hält. Eine Nacht lang hat mich das getröstet. Am anderen Morgen wusste ich, er hat Unrecht. Was wäre gewesen? Helmut Schmidt hätte nicht aufgehört, an Gott zu glauben, wohl aber an den Militärpfarrer, der die Botschaft Jesu in ihr Gegenteil verbiegt. Gott hält diesen Krieg nicht in seinen Händen und gar keinen Krieg in seinen Händen. Das ist die Wahrheit.
Sie zu erkennen an der Ostfront 1941 freilich hätte lebensgefährlich sein können. Adolf Hitler in Mein Kampf. Soldaten können sterben, Deserteure müssen sterben. Ab 1935 hat man einen heiligen Eid geschworen, in unbedingtem Gehorsam zu deutschen Führer Adolf Hitler. Darf man einen Eid brechen? Hätten nicht damals, 1935, die Kirchen in Deutschland, eigentlich in ganz Europa, sagen müssen, niemand darf unbedingten Gehorsam schwören zu einem Menschen, einzig zu Gott. 5. Kapitel der Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hitler ist kein Gott und wenn er sich dafür hält, darf man ihm noch weniger gehorchen, weil er offenbar verrückt geworden ist. Der ganze Eid ist eine Lüge, aber die Kirche hat ihn abgesegnet. Es ging alles durch. Helmut Schmidt hat gelernt, dass man Befehle befolgen muss. Weiter im Krieg gegen Russland. 27 Millionen Tote haben wir, die Deutschen, hinterlassen in Russland. Scheinbar ohne Bedauern. Immer ist zu fürchten der Russe. Der Russe ist gefährlich. Der Russe will ganz Europa erobern. Stalin wollte das, Putin will das wieder. Peter der Große schon hat damit begonnen. Immer müssen wir fürchten den Russen. Wir, die Deutschen, haben Russland zweimal überfallen. Nicht die Deutschen, die Russen. Eine der größten Zaren war eine Deutsche, Katharina die Große. Es gäbe viele Möglichkeiten, mit Russland sich auszutauschen. Bis vor kurzem noch. Man musste eine Erdölpipeline auf amerikanische Weisung in die Luft sprengen, damit keine wirtschaftliche zu enge Verbindung zwischen Deutschen und Russen zustande käme. Ich bin dankbar für die musikalische Einleitung, denn etwas habe ich gelernt von meinem Vater. 1914 im August hat er freiwillig wie Hunderttausende sich gemeldet für den deutschen Kaiser in den Krieg. Jeder Stoß ein Franzos, jeder Schuss ein Russ. Er kam an die Ostfront bis Baranovici. Zurückgebracht hat er eine Erkenntnis. Abends, wenn die Sonne untergegangen war, zwischen den Linien kein Feuerwechsel mehr war, begann man auf russischer Seite zu singen. Und in den deutschen Schützengräben herrschte absolute Stille. Jeden Ton von da drüben mochte man hören. Mein Vater war kein Dichter und er hat sich selten so ausgedrückt. Aber er konnte mir als Kind beibringen, die russische Seele ist eine Nachtigall. Wenn das so ist, wie kann man dann, wie darf man dann über Russland derart denken, wie wir es derzeit tun? Russisch in Kiew verboten, Russisch in Litauen verboten, Russisch im Donbass gefährlich, Russisch auf der Krim muss beseitigt werden. Soll auf diese Weise jemals Frieden werden? Sie hören die Bergpredigt als Änderung von allem. Die sogenannten Seligpreisungen geben wieder, wie wir als Menschen sein könnten und sollten. 5. Kapitel bei Matthäus. Wenn eben gesagt wurde, ich habe mit der Kirche Schwierigkeiten bekommen, der psychotherapeutischen Auslegung der Bibel wegen, ist daran so viel richtig, dass sich die gesamte Botschaft Jesu als Heilung
der Krankheit des menschlichen Daseins betrachte, inklusive des Wahns, mit militärischen Mitteln Menschlichkeit und Frieden zu bereiten. Die Bergpredigt ist keine Übermoral, ganz im Gegenteil. Bevor sie beginnt, erzählt Matthäus, wie man die Kranken an den Berg dieser neuen Lehre bringt, dass Jesus sie heile. Und als die Bergpredigt endet, beginnend mit Kapitel 8, geht wieder eine Kette von Heilungen an. Die gesamte Bergpredigt ist die Beschreibung, wie wir Menschen dahin kommen, entsprechend unserem eigenen Wesen, Menschlichkeit, leben zu können und zu dürfen. Fünftes Kapitel bei Matthäus, Kapitel Vers 5. Glücklich nenne ich, selig sind die Menschen, ich übersetze ein wenig frei, die es wagen, in dieser Welt wehrlos zu bleiben. Die normale Übersetzung lautet, selig die Demütigen. Aber dann hätten es die Regierenden einfach. Sie hätten unter sich ein Volk von Leuten, die den Rücken beugen, die Ohren spitzen und tun, was befohlen wird. Was Jesus meint, ist ein ganz anderes. Wehrlos bleiben ist der bewusste Verzicht auf jede Anwendung von Gewalt. Was Jesus dabei meint, können Sie entdecken, im 11. Kapitel bei Markus, die Geschichte vom Einzug in Jerusalem. Wenn Sie noch in die Kirche gehen, feiern Sie das am sogenannten Palmsonntag. Man begrüßt Jesus als den Messias, der endlich kommen soll, breitet ihm die Gewänder aus, winkt ihm zu mit Palmzweigen. Seit Kindertagen habe ich mich gefragt, wie es möglich ist, vom Palmsonntag bis zum Karfreitag innerhalb von 5 Tagen eine Menge vor dem Landpfleger Pilatus aufmarschieren zu sehen, die auf die Frage, und was mache ich mit ihm, ihn anschreit, begeistert, fordernd, ans Kreuz mit ihm. Wie kann man zwischen Hosianna und Crucifigeum eine Verbindung finden? Außer man begreift, dass Jesus der Erwartung, die man an den kommenden Messias setzt, diametral und konsequent widerspricht. Was man erwartet, ist deutlich. Es wird jemand kommen, als Messias, ein zweiter Sohn Davids, ein zweiter David überhaupt, jemand, der das Großreich Israel erneut aufrichtet, und zwar im Kampf gegen die Römer. Es sind die Heiden, die im heiligen Lande stehen und es mit ihren eigenen Füßen beschmutzen. Man darf ihnen als ein frommer Jude nicht einmal die Hand geben, ohne sich unrein zu machen. Es gibt nur einen Weg, damit der Messias kommt und das Reich Gottes in Israel Fuß fassen kann, muss man die Römer vertreiben. Und das geschieht in den Bergen von Galiläa. Die Dolchmänner, die Sikarier, wissen, wie es möglich ist. Nur keine offene Feldschlacht gegen römische Legionen. Aber die Nachhut kann man überfallen, die Kenntnis der Geländevorteile ausnutzen. Und man kann einem Riesen jeden Zehen einzeln abhacken. Dann werden die Römer davonhumpeln. Man muss nur dranbleiben, gewalttätig. Man muss die Erde mit Blut tränken, damit die Römer endlich wissen, dass sie hier nicht hingehören. Das glaubt man in den Tagen Jesu. Und was glaubt dazu Jesus? Das Markus-Evangelium ist keine 2 Kapitel alt. Da geht der Tanz los.
Der Mann aus Nazareth wagt es. Ausgerechnet die Kollaborateure der römischen Besatzer im heiligen Lande Israel einzuladen an einen Tisch, genannt die Zöllner, die Geldeintreiber für die Militärmaschinerie Roms. Mit denen setzt er sich zusammen, den segnet er im Namen Gottes. Er hat nichts gegen Leute, die chronisch berufsmäßig Verbündete sind der Gegenmacht Israels. Damit verrät er alles, den gesamten nationalen Glauben an den kommenden Messias. Und wenn man ihn jetzt noch ausgibt, als wäre er der, ist die Lüge perfekt. Man muss ihn hassen. Dass Jesus aber genauso denkt, können Sie daran erkennen, wie er in Jerusalem einzieht. Auf einem Esel, wie Sie wissen. Sanftmütig. Das ist das aufgeführte Zitat aus dem Propheten Sacharja, 9. Kapitel. Da lesen Sie, in einer interpolierten Stelle allerdings, kommt jemand wirklich von Gott? Jetzt hören Sie zu. Dann wird seine erste Maßnahme darin bestehen, die Kriegswagen zu verbrennen, die Bögen zu zerbrechen, einseitig abzurüsten, mit anderen Worten, und eine Schockwelle ausbreiten zu sehen bis nach Ephraim. Niemand mehr muss sich bedroht fühlen. Man verbreitet Frieden durch weniger Waffen nicht nur, sondern totale Abrüstung. Kein Schlachtross, kein Imperator, sanftmütig auf einem Esel, entsprechend Sacharja. Das ist nicht irgendetwas in der Botschaft Jesu, das ist die ganze Botschaft Jesu zu unserem Thema. Und wie ernst Sie es nehmen müssen, in der Bergpredigt finden Sie 4 Zeilen später schon, Matthäus 5, Vers 9. Glücklich nenne ich die Menschen, die Frieden bringen. Man wird sie Söhne Gottes nennen. Der Titel, mit dem wir Jesus selber verehren, Sohn Gottes, ist unser eigener auf dem Weg des Friedens. So berührt sich das, was Christsein bedeutet, von zwei Seiten wechselseitig. Und anders wird es niemals sein. Es gibt eine Szene, die eigentlich widerlegt, was zur Begründung von militärischer Gewalt aufgeboten wird. Man muss die Schwachen schützen. Die Ukraine zum Beispiel hat ein Recht, sich zu verteidigen. Und wir müssen sie verteidigen, die Deutschen. An erster Stelle hinter den USA. 8 Milliarden für weitere Waffen. 50 Milliarden im Ganzen müssen geliefert werden an die Ukraine zum Krieg. Die hat ein Recht dazu und es ist eine Menschenpflicht, so zu tun. Sollten wir nicht denken, es gäbe für einen Christen nichts Heiligeres zu verteidigen als die Person Jesu selber? Und dann erleben Sie es mit Kapitel 26 bei Matthäus, um genau zu sein im Vers 52. Zieht der Legende nach einer der Jünger, Petrus soll es gewesen sein, das Schwert, haut dazwischen. Und Jesus verbietet es ihm. Steck das Schwert, wohin es gehört, es langt, ist die Antwort Jesu. Den Sinn dieser Szene hat noch begriffen Tertullian, ein Nordafrikaner. In diesem Augenblick, schreibt er, hat Jesus jedem Soldaten den Koppel abgeschnallt. Klarer kann man Pazifismus nicht formulieren. Es gibt nichts Heiliges, das man mit dem Schwert verteidigen könnte, ohne es zu entweihen. Man kann Güte nicht verteidigen mit unguten Mitteln. Dann müssen wir uns fragen, warum die Kirchen seither so nicht mehr lehren.
Gar keine, wenn ich richtig sehe. Die Quäker vielleicht noch in Pennsylvania. Aber in Europa, als Kirche, der Grund lässt sich auf den Tag genau angeben. Im Jahre 312 ist Konstantin dabei, Macht zu ergreifen im Römischen Reich. Und ausschalten muss er seinen Thronkonkurrenten Maxentius. Wie üblich, man kann sich in Machtfragen nicht verständigen. Man muss Krieg führen. An der Milvischen Brücke kommt es zu einer Schlacht. Und Eusebius, ein Kirchenhistoriker, berichtet, Konstantin habe auf die Schilde seiner Soldateska nach einem Traum das Zeichen des Christus malen lassen. Chiro. In diesem Zeichen wirst du siegen. Konstantin hat gesiegt. Und es wird gefeiert von Eusebius und anderen seither. Die Wahrheit ist, man hat aus dem Friedensengel an der Seite Jesu, man hat ihn selber als den Friedensbringer umgewandelt in einen Kriegsgötzen, wie sie ihn alle haben. Der Gott siegt auf dem Schlachtfeld an der Seite des besseren, perfekteren, tüchtigeren Mörders. Wer auf dem Schlachtfeld die meisten Toten auf der Gegenseite produziert, hat gewonnen. Hat das Recht zu verkünden, dass er immer schon Recht gehabt hat. Und darauf liegt der Segen Gottes. In diesem Zeichen, Christus, wirst du siegen. Das haben die Babylonier geglaubt bei Marduk, die Griechen mit Ares, die Germanen mit Wotan. Jetzt haben wir einen Popanz von Götzen, den wir wagen, Christus zu nennen, indem wir ihn seit mehr als 1600 Jahren verfälschen und verlügen. Leo Tolstoi hat das klar gesehen und den Kirchen zum Vorwurf gemacht. Damit wir begreifen, was davon abhängt, dass es nicht um Bibelzitate und um bestimmte theologische Konstrukte geht, sondern um uns selber als Menschen, müssen wir dem Eindruck Tolstois nur einmal dem Augenschein nach folgen. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen Krieg, Krieg? Ein amerikanischer, englischer Luftwaffenadmiral, Robert Salim, konnte sagen, es gibt kein einzelnes Verbrechen in einem Krieg. Der Krieg als solcher ist das Verbrechen. Und wenn wir mit ihm beginnen, können wir nicht erwarten, dass wir ihn humanitär und moralisch führen. Denn wer das versuchen würde, kann nur unterliegen. Ist der Krieg selber das Verbrechen, müssen wir die Staaten daran hindern, wechselseitig immer wieder zu dem Instrument der blutigen Auseinandersetzung als Instrument der Politik zu greifen. Wie aber dann? Was geht in uns vor sich? Wir schauen hinein in eine Welt, in der Krieg wie eine Normalität durch die Jahrtausende gereicht wird. Kein Staat der Erde, der nicht eine Soldateska unterhält, von Leuten, die er verpflichtet und trainiert und darauf einschwört, auf Befehl andere Menschen zu töten, möglichst effizient mit allem, was sie haben. Mit dem Bajonett, mit der Handgranate, mit den Kanonen, mit den Panzern, mit den Bomben. Das soll normal sein. Wir müssen uns nur klar sein, wie es aussieht. 1929 konnte Erich Maria Remarque in dem Roman Im Westen nichts Neues, damals schon, 12 Jahre nach dem sogenannten Ersten Weltkrieg, beschreiben, was Krieg bedeutet. Granatentote, Bombentote, Panzerketten überrollte, Typhus,
Mehr geht nicht. Remarque hatte Unrecht. Seither ging es immer weiter. Im Furchtbaren sich ständig überschlagend. Remarque übrigens lebte und hat sein Museum in Osnabrück. Dort war ein paar Jahre lang der Bürgermeister Herr Pistorius, der Mann, der heute für den Krieg trompetet, dass man schwer ertragen mag. Es wird lange dauern, der Krieg in der Ukraine. Mindestens noch bis 26 wird er dauern können. Die Aufrüstung kann noch 10 Jahre lang so weitergehen. Wir müssen Deutschland kriegsertüchtigen. Wortlich unser jetziger Militärminister. Ehedem Bürgermeister an dem Ort von Erich Maria Remarque. Das Grauen des Krieges. 6 Wochen Kasernenhof haben in uns alles verändert. Wenn das möglich war, damit meint er das Massenabschlachten von Menschen. Verdun, 200.000 Menschen im Kessel. Chemin des Dames. Die Rue Sacrée, rauf und runter die Verwundeten, die Toten und der Nachschub. Wenn das möglich war, war alles umsonst, was wir von Platon bis Schopenhauer als Kultur bezeichnet haben. Es ist der Widerspruch zu allem. Aus uns sind keine Menschen mehr geblieben, sondern Mörder geworden. Würde dein eigener Vater von der Gegenseite auf dich zulaufen, du würdest ihm eine Handgranate vor die Füße werfen. Soldaten sind Mörder, das steht bereits bei Remarque. Und kann man es widerlegen? Nehmen Sie nur 2 Szenen. 8. und 9. März 1945. Curtis LeMay, Bomberkommandant der US Air Force, gebietet Tokio noch einmal richtig anzugreifen. Ganze Häuserzeilen bestehen aus Bambusbauten. Aber man hat ein neues Mittel. Ein Mittel erfunden, das schlimmer ist als Trinitrotoluol. Napalm, Naphthalin und Palmitin zusammengemischt. Eine Brandtemperatur von über 1300 Grad, die sich verklebt hineinfrisst in die Körper und sie so zerstört, dass eine menschliche ärztliche Behandlung kaum mehr möglich ist. Wenn wir das Zeug haben und lassen es herabregnen über Tokio, bekommen wir, was wir wollen. 80.000 bis 120.000 Tote in 2 Tagen. Curtis LeMay. Darüber ist man stolz. Aber weil man das ist, kann man so weitermachen. 15. April, der Zweite Weltkrieg ist so gut wie zu Ende. Starten von Großbritannien aus Bomberpulks mit 1300 Maschinen. Ohne Begleitschutz, der ist über Frankreich nicht mehr nötig. Angriffsziel in der Nähe von Bordeaux, Royan. Das ist ein Kurort, ungefähr für 2000 Leute. Aber stationiert sind dort noch 30.000 Deutsche, die abgezogen werden müssten. Was man in Tokio kann, muss man nochmal richtig probieren. An der Westfront, bei Bordeaux, 2 Millionen Liter Napalm herabgeregnet über lebende Menschen. Eine Massenverbrennung schlimmer als in jedem Hexensabbat. Aber das muss man zeigen, demonstrieren. Das können wir. Solche Kriegshelden sind wir geworden. Oder man beginnt vor lauter Grauen endlich Nein zu sagen. So einer ist Howard Zinn gewesen. Er beschreibt, dass er dabei war, dass er das mitgemacht hat und weiß, dass er nie mehr so etwas mitmachen wird und kann und jeden nur beschwören kann, bei Zeiten Nein zu sagen. Nicht nur gegen die Bombardierung von Royan, sondern gegen den Krieg als Ganzes. Er hat kein natürliches Ende.
Der Militärtheoretiker Clausewitz hatte völlig recht, als er den Preußen beibrachte, ein Krieg hat in sich die Tendenz, zum Äußersten zu schreiten. Und jeder der Kombattanten gibt dem anderen das Gesetz des Handelns vor. Mit anderen Worten, jeder Krieg kann nur eskalieren. Er wird von Tag zu Tag schlimmer, er muss so werden. Man muss das Böse des anderen mit immer noch schlimmerem Bösen vernichten, töten und effizient töten, töten, töten. Auch das erleben Sie in unseren Tagen. Weihnachten schon vor einem Jahr, 22, konnte Selenskyj in Washington stolz verkünden. Bereits 95.000 Russen sind gefallen. Es gibt niemanden, der gesagt hätte, das ist grauenhaft und wir müssen damit aufhören. Das ist der Stolz, da müssen wir weitermachen. Das ist noch nicht effizient genug. Wir brauchen bessere Bomben. Leopard 2 Panzer brauchen wir. Taurus-Raketen benötigen wir. Wir müssen 500 Kilometer weit bis Moskau reinschlagen können. Das ist Krieg. Und nur so kann man ihn gewinnen. Und den müssen wir gewinnen. Siegreich müssen wir sein gegen Russland. Denn sonst bedroht Russland ganz Europa, sollen wir glauben. Es gibt ein Halten, das einzig in uns selber liegt. Wir müssten zum Grauen, das jeder Krieg bedeutet, aus Gründen der Menschlichkeit Nein sagen und uns verweigern, allen vorgebrachten Gründen zuwider. Hugo Grotius hat Unrecht gehabt, als er versuchte, um 1600 den Krieg juristisch zu vermenschlichen, Unterschiede zwischen Gut und Böse einzuschieben. Es geht nicht. Ein für alle Mal müssen wir den Krieg als Instrument der Politik beseitigen. Wir dürfen ihn nicht dulden. Denn solange ihn wir haben, belügen wir uns selber, indem wir neben dem zivilen Leben, das wir als Bürger pflegen, genau das Gegenteil einrichten. In einer kompletten Schizophrenie. Alles, was man uns als Bürgern beibringt, ist Menschlichkeit im Umgang miteinander, Schonung, Rücksichtnahme, Geduld, Hilfsbereitschaft. Im Krieg genau das Gegenteil. Töten, ausbeuten, vernichten, überrollen, stark sein. Albert Einstein hatte recht, um 1920. Es kann keinen kulturellen Fortschritt geben, solange wir noch ein Militär unterhalten. Denn solange das existiert, ist die Bereitschaft, in allen Punkten genau das Gegenteil tun zu sollen und zu wollen, was uns als Zivilpersonen geboten und aufgetragen ist. Wir haben immer in der Hinterhand das Gespenst des Gegenteils von uns selber. Und nach jedem Augenblick können wir verleugnen, alles, was wir in den Jahrtausenden unserer Kulturentwicklung gelernt haben. Abschaffung des Militärs wäre der Anfang des Friedens auf Erden. Das ist illusorisch, das kann nicht gehen. Nein, wer das tut, gefährdet sich. Fragen wir noch ein Stückchen tiefer, um die Botschaft Jesu als seine heilende von Grund auf zu verstehen. Warum ist denn das so, wie wir es haben? Kriege gab es immer schon, das ist wahr. Die ganze menschliche Geschichte ist durchzogen von einem Krieg nach dem nächsten. Und immer sind sie verherrlicht worden. Lesen Sie Homers Ilias, verschriftlicht im 7. Jahrhundert vor Christus, aufgeführt um 1200 angeblich vor den Toren Trojas, aber heldenhaft. Die Bronzezeit. Achill, ein Massenmörder in göttlichem Auftrag, ein Held. Man hat das Schwert erfunden in der Bronzezeit und man hat gelernt, mit dem Schwerte in der Hand menschliche Körper zu bearbeiten. Und die Blutorgie dabei nicht mit Entsetzen zu belegen, sondern mit Triumphgefühl. Wer das durchsteht, ist scheinbar ein wirklicher Mann. Die Wahrheit ist, mit Tolstoi zu sagen,
Er ist gemein und niedrig geworden. Er hat seine Menschlichkeit verloren. Wenn wir uns fragen, warum Krieg, liegt die Antwort tatsächlich weit zurück in unserer eigenen Entstehung. Die Primatenforscherin Jane Laurie Goodall hat am Gombe-Fluss in Afrika jahrelang Schimpansen beobachtet und darüber Bücher geschrieben, die sehr schön sind, wie die uns nächststehenden Tiere im Stammbaum des Lebens friedfertig miteinander leben. Sie hat das wirklich so geglaubt, bis sie voller Entsetzen feststellen musste, dass es zwischen zwei Schimpansengruppen am Gombe-Fluss zu Revierstreitigkeiten kam. Und die Tiere, denen sie selber Namen gegeben hatte, mit denen sie umging wie mit Freunden, bekamen es fertig, den Gegner zu nehmen, seinen Kopf auf den Boden zu stoßen, mit Steinen zu bearbeiten, mörderische Handlungen zu vollführen. Krieg unter Tieren. Zwei Gruppen, die sich spalten, und die Südgruppe am Ende wird ausgerottet sein. Wenn Sie nun denken, dass ja Millionen hingehen in der Entwicklung auf uns hin zum Homo sapiens, die Ausbildung des präfrontalen Kortex, all das überwölbt, was im limbischen System anlagebedingt aus der Tierreihe auf uns überkommen ist, werden Sie verstehen, dass wenn wir Kriege führen, es ungleich grausamer wird als bei den Tieren. Wir können planen. Und wir setzen unsere Vernunft ein, eine Niederlage nicht zu akzeptieren. Wenn wir wirklich einmal besiegt worden sind, werden wir darüber nachdenken, warum. Was war mit unseren Waffen? Was war mit dem Überraschungsmoment beim Angriff? Was war bei Ausnutzung des Geländes? Wie war die Truppenverteilung? Wie war das Training vorher? Wie war die Kommandostruktur? All das müssen wir perfektionieren, routinieren und verbessern. Beim nächsten Mal, und dann wird es unser Gegner sehen. Das allerdings weiß unser Gegner auch. Also wird er, weil er ein Mensch ist, etwas lernen, das in dieser Weise Tiere niemals lernen können. Der besiegte Feind wird gefährlicher zurückkehren, als er jemals war. Es läuft auf die Logik hinaus, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Jeder Schuss ein Russ, haben wir doch. Die Toten können nicht mehr töten und wir haben gesiegt. So etwas kann nur in uns Menschen wachsen. Tatsächlich haben Verhaltensforscher darüber nachgedacht, ob wir nicht als Homo sapiens Vertreter die einzige Spezies auf diesem Planeten sind, die gelernt hat, dass Töten eine Beruhigung von Angst mit sich bringen kann. Und wir hätten es in den Dauerzustand übernommen. Der Grund, weswegen die ganze menschliche Geschichte mit Krieg durchzogen ist, hat diese Ursache. Angst. Aber das Paradox, das daraus entsteht, prägt unsere gesamte Politik bis heute ohne Widerspruch. Wir nehmen es hin. Als gute, steuerzahlende Bürger nehmen wir es hin. Was machen wir mit der Angst vor einem potenziellen Gegner? Genau, wir müssen besser rüsten, als er schon gerüstet haben könnte. Wir müssen unsere Angst ableiten, indem wir ihm noch mehr Angst machen vor ihm, als wir vor ihm schon haben. Und so schaukelt sie sich ständig hoch. Eine Waffengarnitur löst die nächste ab. Ein Krieg wird schrecklicher als der vergangene. Immer eskaliert es quer durch die menschliche Geschichte. Und immer ist die Logik, wenn wir den anderen ängstigen, brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Herr Stoltenberg, NATO-Chef, kann genau so sagen, wenn wir stark sind und abschrecken, vermeiden wir, dass Russland aggressiv über Westeuropa herfällt.
Will denn überhaupt Russland über Westeuropa herfallen? Wir brauchen am Ende die Angst, um diese Art von Politik zu rechtfertigen. Wie denn? Abrüstung. Wir hätten sie haben können, behaupte ich. 1989 war zum dritten Mal im Übrigen ein Russe dabei, uns, den Westeuropäern, US-Amerikanern und dem Rest der Welt, nach dem jahrzehntelangen kalten Krieg zwischen den Großmächten, den Frieden auf den Tisch zu legen. Gorbatschow, ernst gemeint, Abrüstung. Vom Ural bis zum Atlantik. Keine Waffen mehr. Die Konversion aller militärischen Rüstungsinstrumente und Mittel zur Lösung der wirklichen Probleme dieser Welt. 50 Millionen Menschen, die jedes Jahr verhungern. Dafür haben wir kein Geld. Die UNO möchte gerne, dass wir für 20 Millionen Flüchtlinge in Nordafrika wenigstens 2 Milliarden hätten, damit die leben können. Dafür haben wir kein Geld. 50 Milliarden für Krieg sofort. Wie verrückt sind wir unter den Fesseln der Angst? Wie hypnotisiert man uns? Wir müssen dem anderen Angst machen. Dann wird er friedlich werden. Ganz im Gegenteil. Er wird gefährlicher aufrüsten, als er vorher war. In diesen Tagen feiern wir Immanuel Kant. Überall liegen seine Bücher. Das ist nun 1798 passiert, dass der Philosoph in Königsberg schrieb, Gedanken zum ewigen Frieden. Darin steht auch dies. Wenn der eine anfängt zu rüsten, wird sein Nachbar vor ihm Angst haben und er wird auch anfangen zu rüsten. Und im Wechsel der Ängste beider Seiten wird die Rüstungsausgaben so hoch steigen, dass wir am Ende mehr Waffen haben als Brot zu essen. Dann muss man Krieg führen, damit die verausgabten Mittel für die Rüstung wieder zurücklaufen können nach einem Siegfrieden. Das alles ist so gespenstisch, dass keine Moral damit einverstanden werden könnte. Übrigens, wie es hätte kommen können, war zu sehen noch im Jahre 2005. Putin hatte 4 Jahre vorher im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten auf Deutsch mit stehendem Applaus. 2005 trifft er den deutschen Kanzler Schröder, dessen Namen sie heute nicht mehr erwähnen dürfen. Das ist ganz verkehrt. Aber Putin und Schröder trafen sich damals in der Heimatstadt Immanuel Kants in Königsberg, in Kaliningrad, auf den Stufen der Universität, die nach Immanuel Kant benannt ist, gegenüber dem Denkmal von Marion von Dönhoff. 300 Meter weiter im Übrigen finden Sie dort eine Bunkerstellung noch bei der Verteidigung der Festung Königsberg unter Adolf Hitler gegen den Vormarsch der Roten Armee. Zu einem kleinen Museum eingerichtet, die Uniformen, die Befehle auf Russisch und Deutsch. Eine gewisse Ahnung bekommt man von dem Wahnsinn, der Kaliningrad einmal heimgesucht hat. Dort auf den Stufen der Universität treffen sich Putin und Schröder und wollen nichts weiter als Frieden. Bis 2007 geht das so, bis zur sogenannten Sicherheitskonferenz in München. Von da an drehen die Räder gegen Russland. Und warum eigentlich? Ich behaupte, dass man den Frieden mehr gefürchtet hat als den Russen. Sie können das erkennen. Man hat, indem das Gorbatschow uns anvertraut hatte, nicht den Wunsch nach Frieden gesehen, sondern den Vorteil der eigenen Macht. Das Ende der Geschichte, konnte Fukuyama schreiben. Wir waren die Sieger im Kalten Krieg und jetzt gehört der einzig verbliebenen Weltmacht der Rest der Welt. Hegemoniale globale Beanspruchung. Wir als die Sieger bestimmen die Zukunft. Ein amerikanisches 21. Jahrhundert. 1991 haben sie die Leute, Donald Rumsfeld, Dick Cheney,
Paul Wolfowitz, zusammensitzen und darüber nachdenken, was jetzt passieren soll. Alles, was Sie jetzt erleben, ist im Programm. Kein Zufall, sondern plangerecht, gewollt und durchgeführt. 2007 schreibt Brzezinski, dass wenn man Russland die Ukraine wegnimmt, es keine eurasische Großmacht mehr sein kann. Also ist doch jetzt die Zeit. Wie nimmt man Russland die Ukraine weg? Das geht Stelle für Stelle. Die Orangenrevolution, Janukowitsch wird vertrieben, 2014 auf der Maidan wird geputscht. Dann erklärt später, ein Jahr danach, Frau Merkel heute, man hat in Minsk verhandelt, eigentlich nur, um Zeit zu gewinnen, damit die Ukraine besser aufgerüstet wird. An Frieden hat man nie gedacht. Und warum? Stellen Sie sich vor, man hätte in Westeuropa Gorbatschows Vorschlag nicht nur, sondern seine dringliche Bitte aufgegriffen. Wir hätten Frieden haben können, wenn wir ihn hätten wollen dürfen. Ich sage das so ironisch, weil wir Deutschen keinen eigenen Willen politisch haben. Seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 sind wir nie was anderes gewesen als eine große amerikanische Kolonie. Die besterzogene überhaupt in ganz Europa. Ein Protestant, Niemöller, Kirchenpräsident in Hessen-Nassau, konnte damals sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Kind, das man in Washington gezeugt hat und im Vatikan getauft hat. Was Sie von dem Kind erwarten können, erleben Sie bis heute. Nur, dass wir 70 Jahre später, nach der Aufrüstung der Bundeswehr 1955, alle antirussischen Reden wieder in den Ohren getrommelt hören, wie damals. Als hätten wir nichts dabei gelernt. Als wäre das Bemühen um Versöhnung ein Riesenfehler gewesen, den wir jetzt endlich korrigieren müssen, durch Stärke, durch Macht, durch Militär, durch Kriegsertüchtigung. Soll das wirklich so bleiben? Was man fürchtet ist, dass der Friede tatsächlich dahin führen könnte. Wir erhielten einen Wirtschaftsraum von Portugal bis nach Sibirien. Ein Korridor quer durch Eurasien bis hin nach Wladiwostok. Das muss Russland nicht fürchten, fürchtet aber Amerika. Denn das wäre das Ende der Allmachtsbeanspruchung auf diesem Globus. Wenn es dahin käme, wäre die amerikanische Hegemonialbeanspruchung zu Ende. Dann müsste man miteinander reden, miteinander handeln, miteinander in Respekt, gleichberechtigt umgehen. Dann hat man nicht die Welt in der Hand, den globalen Kapitalismus durchzusetzen. Dann müsste man miteinander leben. Und das fürchtet man in USA mehr als alles andere. Den Frieden, nicht den Russen. Warum muss man auch den Krieg fürchten, wenn allein die USA, God's own country, pro Jahr 800 Milliarden Dollar ausgibt, nur für Rüstung, für Krieg. Plus der NATO, mehr als 1.200.000.000.000. Das ist mehr als der ganze Rest der Welt. Ja, wenn wir mehr Waffen haben als der Rest der Welt, dann können wir ja mit dem Rest der Welt auch machen, was wir wollen. Das ist die Logik. Wenn wir die nicht unterbrechen, werden wir die Botschaft Jesu nie verstehen. Wie kommen wir an die Angst heran, die in uns lebt, angesichts eines Feindes? Und wie vermeiden wir, dass sie instrumentalisiert wird zu immer größeren Machtausdehnungen? Es gibt in der Bergpredigt einen Satz, der als Skandal empfunden wird. Matthäus, noch einmal Kapitel 5, Vers 39. Leiste dem Bösen keinen Widerstand, steht da.
Der Satz scheint politisch völlig unerträglich, aber er ist menschlich das Einzige, was vernünftig bleibt. Wie denn? Wir leisten dem Bösen Widerstand. Und wie sieht das aus? Der andere hat diesen Panzertyp, dann haben wir unseren Panzertyp und der muss schneller schießen, weiter schießen, kräftiger draufhauen können. Der eine hat diesen Flugzeugtyp, dann haben wir einen besseren Flugzeugtyp. Wir müssen alles, was schon böse ist, damit wir es bekämpfen können, überwinden mit immer noch größerem Bösen. So treiben wir das Böse nicht aus der Welt, so verschlimmern wir alles, was wir schon haben. Im Kampf gegen das Böse werden wir selber böse und setzen die abscheulichsten Instrumente in immer größerer Stückzahl und Qualität ein. Das Morden verbessert sich. Haben wir das nicht auch erlebt? 6. August 1945, 9. August 1945, in wenigen Sekunden, zweimal 100.000 Tote in Hiroshima, in Nagasaki. Damals hielt die Welt den Atem an. Leute, die als Schweizer Theologen dem Krieg nicht unbedingt absolut gegenüberstanden, Karl Barth in Basel, konnte sagen, ab dem 6. August 1945 ist Schluss. Es kann und darf und wird keinen Krieg mehr geben. Ein Ja zum Krieg ist ein Verbrechen. Derselbe Theologe. Ein Umdenken. Wenn es möglich ist, Millionen Menschen zu opfern für irgendein politisches Ziel im Kampf gegen das Böse, hat man nichts an Bösen besiegt, sondern dem Bösen nur zu seiner wirklichen Stärke verholfen. Man hat sie ins eigene Herz aufgenommen. Und dann sollen wir denken, 100.000 Tote, wenn es der Feind ist, macht es ja nichts. Harry Truman konnte damals sagen auf dem Flugzeugträger, Jungs, wir haben Ihnen einen Ziegelstein auf den Kopf geschmissen. Das war der Kommentar. Wäre jetzt wirklich Schluss mit der Atombombe? Sie müssen nicht viel von Physik verstehen, dann wissen Sie, Atombomben zünden durch Abstrahlung von Neutronen. Eben deshalb haben Sie eine kritische Menge. Über ein bestimmtes Konvolut von Masse können Sie Uran radioaktiv nicht zusammenlagern. Daraus folgt, alle Atombomben haben eine kritische Menge. Wenn Sie ein Militär sind, müssen Sie jetzt sagen, leider, das müssen wir ändern. Atombomben haben nur eine begrenzte Sprengwirkung und mörderische Kapazität. Wir müssen die Energie der Sonne, die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium und die Massenabstrahlung dann in eine Bombe verwandeln. Eine Wasserstoffbombe müssen wir haben. Dann ist es unbegrenzt physikalisch. Das passiert. 1952, am 1. November, auf den Marshallinseln. Eine Bombe tausendmal Hiroshima. Millionenfach Trinitrotolol. Die Insel Elugalab verschwindet, sie existiert nicht mehr. Aber endlich hat man eine Waffe, bei der man Weltmacht ist. Uns muss man fürchten. Jeden können wir erpressen. Wir haben eine Waffe von solcher Kapazität, dass niemand uns erreichen kann. Zwei Jahre später, noch einmal, Bravo nennt man das Unternehmen, eine neue Bombe. Sie wird gezündet übrigens, um sie richtig erproben zu können, mit 40.000 Wirbeltieren. Die führt man mit, um herauszufinden, in welcher Entfernung platzen die Trommelfelle unter dem akustischen Druck, in welcher Entfernung verbrennt die Haut unter der thermischen Strahlung, in wie vielen Generationen wird das Erbgut so geschädigt, dass Missgeburten zu erwarten sind. Alles muss man erproben, en Detail, um es noch effizienter beim Menschen anwenden zu können. Ich gebe Ihnen diese abscheulichen Beispiele, um Sie zu nötigen, um Sie zu bitten, um Sie anzuflehen, dass Sie die Ungeheuerlichkeit dessen, was wir Krieg nennen, in einer Weise begreifen, dass Sie nur noch mit Entsetzen dazu Nein sagen können und müssen.
wenn das die Leute sind, die uns regieren? Was sollen wir von Menschen halten, die den Massenmord unter Befehl ausüben, vorbereiten, die Techniker dafür einsetzen, den besten Verstand dafür üben lassen, dass es genau so kommen kann, wenn es gebraucht wird? Regieren uns nicht Wahnsinnige? Kriminelle? Aber es sind ganz normale Politiker, die uns beibringen, so muss es sein, so ist es Verantwortung, so ist es Menschlichkeit. Nehmen wir ein Beispiel, wie man es anders machen könnte. Gleich nachdem Jesus gesagt hat, leistet dem Bösen keinen Widerstand, zeigt er, wie man denn das Böse, zum Beispiel in Gestalt eines römischen Legionärs, überwinden könnte. Nehmen wir an, erzählt Jesus, es kommt jemand, ich ergänze mit vorgehaltenem Schwert und verlangt, dass du ihm sein Gepäck trägst, bis zur nächsten Kaserne. Er bittet dich, heißt es da wörtlich, eine Meile Wegs mit ihm zu gehen. Was wirst du machen? Du bist ein frommer Jude. Du darfst dich mit einem römischen Heiden nicht verunreinigen. Stolz wie du bist, kannst du sagen, dass du nicht weißt, wo deine Kaserne liegt, hat damit zu tun, dass du hier nicht hingehörst. Ich werde den Deibel tun und dir zeigen, wo der Weg zu deiner Kaserne ist. Finde doch heraus, wo sie liegt. Außerdem, ich glaube an Gott und verachte die Heiden. Du gehörst hier nicht hin. Du stiehlst uns das, was Gott uns verheißen hat und dem Abraham als heiliges Land zur Verfügung gestellt hat. Schon deshalb weigere ich mich, dein Packesel zu sein. Nimm den Plunder, den du hast, und marschier weg, ohne mich. Dann kannst du sagen, du bist ein frommer Jude, ein tapferer Jude, ein nationalbewusster Jude, ein gläubiger Jude. Du bist genau der Mann, den man sie brauchen könnte. Oder du machst es ganz anders. Du siehst den Römer voller Angst. Er ist im fremden Land. Er fühlt sich unsicher. Er schwitzt, auch bei der Hitze, in der Sonneneinstrahlung, in seiner Rüstung. Gesetzt jetzt, du hättest Gott so verstanden, wie ich glaube, dass man ihn verstehen sollte. Gott ist nicht nur der Vater der Juden, ist der Vater aller Menschen. Und sein Himmel spannt sich so weit wie für die Vögel und die Wolken. Es gibt keine Trennung, schon gar nicht unter Menschen. Du siehst in dem Römer nichts weiter als einen Menschen. Und du nimmst sein Gepäck und sagst, eine Meile ist zu wenig. Ich kenne mich besser aus, das sind 5 Meilen. Aber die gehe ich mit dir, bis wir da ankommen, wo du hingehörst. Dann wäre es doch möglich, am Abend dieses Tages denkt der Heide, der Römer, darüber nach, woran Juden eigentlich glauben. Wenn das ihr Gott ist, gelebte Vermenschlichkeit in Überwindung aller Feindseligkeiten, hättest du gezeigt, wie Abraham, unser Stammvater, zum Segen aller Völker wird. Es gibt keinen Krieg mehr. Du hättest das Böse überwunden im Kern, im Herzen eines anderen Menschen. Du schlägst nicht zurück, du reichst dem anderen die Hand. 12. Kapitel im Römerbrief übrigens. Ähnlich leistet dem Bösen keinen Widerstand, übe keine Vergeltung, vergib das Böse. Ich übersetze am liebsten die Stelle bei Paulus, nicht überwinde das Böse, sondern überliebe das Böse. Dann hättest du es geschafft. Mitunter erzählt Jesu Gleichnisse von Vierbeinern. Zum Beispiel die Suche nach dem verlorenen Schaf, um den Pharisäern beizubringen, dass man Menschen nicht verloren geben kann und die sogenannten Sünder gar keine bösen Menschen sind, sondern nur Verirrte, Zerwirrte, Hilfebedürftige. Ich gebe es mit einem anderen Vierbeiner-Beispiel mal wieder. Vor einer Weile wurde gezeigt im deutschen Fernsehen, dass man einen Hund aufgenommen hatte, offenbar ein Streuner aus Rumänien.
Die Leute waren nett zu ihm, hatten ihm die Hand hingereicht, um ihn zu streicheln, und er sofort zugebissen. Der Hund bleibt nicht bei uns, war die Folge. Ein bissiger Hund kommt nicht in unser Haus. Wir müssen auf die Kinder aufpassen. Schon machte der Hund Angst. Bis zum Todesurteil notfalls. Oder aber sie würden sehen, dass dieser Hund selber nur aus Angst besteht. Was hat er denn erlebt? Wenn sich eine Hand ausstreckt, dann ist es ihn zu packen, ihn zu schlagen, ihn zu würgen. Doch keine Hand, die streicheln würde. Wie lange dauert es, bis sie einen Hund entängstigen, dass er sie als ihr Frauchen oder Herrchen akzeptiert? Dann hätten sie das treueste Tier auf der Welt. Alle können sie sein, wie sie wollen, aber dieses, mein Herrchen, wird niemals mehr etwas Böses tun. Wenn sie das dem Hunde beibringen, haben sie seine Beißwütigkeit ein für alle Mal überwunden. Er hat keine Angst mehr und sie haben keine Angst mehr. Und wäre es nicht möglich, dass unter Menschen genau das gleiche Wechselspiel stattfinden könnte? Einzug hielt er in die Politik. Manchmal gibt es sogar Kurse, wie es möglich wäre, miteinander zu reden. Gewaltfreie Kommunikation. Marshall Rosenbergs Methode, die er auch empfiehlt bei politischen Kursen für Außenpolitiker, für Frau Baerbock zum Beispiel, höchst wünschenswert nach meiner Meinung. Eine der Regeln der gewaltfreien Kommunikation ist, man muss die Interessen des anderen berücksichtigen. Sonst kann es keine Verständigung geben. Die Interessen des anderen sind genauso berechtigt wie meine eigenen. Eine simple Regel zu verhandeln in Richtung von Frieden. Ich sagte eingangs, wer heute von Verhandeln spricht, macht sich bereits schuldig. Ist ein Querdenker, ein Putin-Versteher, ein Verschwörungstheoretiker, ein Wirrkopf. Aber wie denn? Die Interessen Russlands, darf man davon noch sprechen? Nein, wer sagt, Putin verteidigt seine Sicherheitsinteressen, erzählt nichts weiter als das verlogene Narrativ des russischen Präsidenten. Sofort wird Ihnen das gesagt. Wird nach einem solchen Vortrag in der deutschen Ortszeitung stehen, kann ich Ihnen versprechen. Wenn es aber doch so ist, Helmut Schmidt war nicht mehr Kanzler, aber immer noch politisch klug genug nachzudenken. Er konnte sagen, gleich als es anfing, Anfang der 90er schon, die Ostausdehnung der NATO ist ein schwerer Fehler. Wenn ich mir vorstelle, es geht von der Elbe an die Oder, von der Oder an die Weichsel, von der Weichsel an die Ostgrenze Polens, und ich wäre ein Russe, hätte ich Angst vor dem Vormarsch der NATO. 1962 hatten die Russen Raketen auf Kuba. Da waren wir beinahe dabei, die Welt in einem atomaren Inferno auszuradieren. Amerikanische B-52-Bomber waren bereits in der Luft, Angriffsziel Moskau. Hätte nicht Khrushchev damals die Raketen abgezogen, die wieder eine Antwort waren auf amerikanische Raketen im Südosten der Türkei, wäre der Atomkrieg der Wille der Regierenden geworden. Begreifen wir nicht, dass dieses ganze Denken ein reiner Irrsinn ist, mit Menschlichkeit nichts zu tun hat, eine Ausgeburt des Wahnsinns, den wir beenden müssen. Von alleine wird er niemals aufhören. Dann aber müssten wir den uns Regierenden sagen, ihr regiert keine Menschen, ihr habt selber, wenn ihr so mit Menschen umgeht, aufgehört, Menschen zu sein. Nochmal Immanuel Kant. Alle Moral hat ein einziges, einfaches Gesetz. Menschen dürfen behandelt werden niemals als Mittel zu einem Zweck, sondern stets als Zweck an sich selbst. Wenn das gilt, müssen Sie sich umschauen auf den Kasernenhöfen der Staatenwelt der Erde.
Kriegsertüchtigung. Wir sind gerade dabei, in Deutschland Bundeswehroffiziere in die Schulen zu schicken, um 16-jährigen Mädchen und Jungen beizubringen, dass verantwortliche Außenpolitik Kriegsfähigkeit beim Eingreifen, zum Beispiel bei der Verteidigung der Ukraine ist oder Hilfe für Israel im Kampf gegen die Hamas. Aber wo sonst auch? 1991 haben sie den ersten Krieg vollkommen verlogen im Irak. Ungefähr 1 Million Tote. Und es geht Schlag auf Schlag so weiter. Man nimmt damals praktisch Russland den Balkan weg. Jugoslawien wird zerschlagen. Milosevic zum Teufel erklärt. 2001, Amerika, die NATO, natürlich auch die Deutschen, besetzen Afghanistan. 20 Jahre Krieg. Heute herrscht Hungersnot in Afghanistan. Dafür haben wir keinen Cent. Wir haben über 300 Milliarden Dollar ausgegeben für den Krieg in Afghanistan. Dabei rausgekommen ist genau gar nichts. Außer hungernden Menschen, Verschlimmerung aller bestehenden Probleme und eine Niederlage, weil wir die fremden Menschen mit ihren Interessen überhaupt nicht verstehen. Wie aber wäre es, wir begönnen damit. 2003, nächster Krieg im Irak. Saddam Hussein wird ermordet. Und so muss es Schlag auf Schlag weitergehen. 2011, Gaddafi, Libyen, wird ermordet. Er hatte wirklich den Plan, eine Währung einzuführen, möglicherweise in ganz Afrika, losgelöst von den Petrodollars der Amerikaner. Sowas wäre gefährlich. Ein Kriegsfall. Und am Anfang eines jeden Kriegs haben sie die Lügen der Ausreden. Alles als Begründung, können Sie sagen, stimmt in keiner Form. Dann haben Sie den Bürgerkrieg in Syrien. Wir können so weitermachen. Es soll so weitergehen, weil man den Frieden mehr fürchtet als den Krieg. Beim Krieg erhofft man sich Machtzuwachs. Beim Frieden Verständigung, Ausgleich, Zusammenarbeit. Ich verspreche Ihnen, dass Russland und die Ukraine nur die Vorbereitung für einen Krieg im Pazifik sind. Der nächste Kandidat ist China. Was man gegen Putin hat, ist nicht den Überfall auf die Ukraine, dass er sondern sich seit 2001 geweigert hat, den Ausverkauf Russlands unter Jelzin fortzusetzen und Russland wieder zu dem zu machen, was es einmal war. Eine wirkliche Macht in Eurasien, mit eigenen Wirtschaftskorridoren, mit eigenen Verhandelsverträgen. Das alles will, muss man zerschlagen. Was ich Ihnen zum Nachdenken geben möchte, ist die reine Anschauung dessen, was passiert. Was machen unsere 16-jährigen Mädchen und 18-jährigen Jungen auf dem Kasernenhof? Was ich jetzt sage, ist ein bisschen gefährlich für mich selber. Sie haben die allgemeine Wehrpflicht, jeder ordentliche Schweizer hat irgendeine Knarre im Kleiderschrank stehen, sagt man. Das alles noch aus der Zeit von 1889, die Französische Revolution, die Bürgerarmee, die daraus geboren wurde. Sie waren tüchtig darin, sowas zu lernen. Aber schauen Sie sich an, was gelernt wird auf dem Kasernenhof. Ich wage zu behaupten, die blanke Entmenschlichung des Menschen. Genau das Gegenteil von Kant. Menschen dürfen nicht als Mittel zum Zweck gebraucht werden. Exakt genau das. Sie werden umgeformt als Menschen in ein Räderwerk des Todes. Gehorsam, auf Befehl. Die Umerziehung ist total. Sehen Sie sich an den Film bei der Ausbildung der Special Forces in USA für den Vietnamkrieg von Stanley Kubrick. Full Metal Jacket, die erste halbe Stunde. Man demütigt die Rekruten, bis dass man ihnen beibringt, ich muss mich jetzt so ausdrücken, wie es im Film genannt wird, dass sie nichts weiter sind als, Entschuldigung, ein Haufen Scheiße, der überhaupt zum Menschsein nur wird, in der Uniform der USA. Höre ich die USA. Und wenn ich dir sage, du gehst auf diesen Hügel und du bringst sie alle um, ihr Scheißkerle, dann tut ihr das. Verstanden? Lauter, ich höre nichts. Stanley Milgram hat darüber nachgedacht.
ein amerikanischer Psychologe, was man mit 20-Jährigen macht, die man zum Soldatsein erzieht. Kommandobereit, eingeschüchtert, abhängig, des eigenen Denkens entfremdet. Genau so in einer Reihe angetreten, in Uniform. Die Individualität wird mit System ausgeschaltet. Im Gleichschritt Marsch. Das würde keinen Sinn machen, wenn nicht der Sinn darin bestünde, die Korrespondenz zum eigenen Körper abzuschalten. Der Körper ist nichts weiter mehr als die Maschine, die Befehle empfängt und ausführt. Dazwischen ist keine Seele mehr, kein eigenes Denken mehr, keine persönliche Verantwortung mehr. Befehl ist Befehl. Das meinte Stanley Milgram, erklärt, was wir im Militär vor uns haben. Wie die Verbrechen von My Lai möglich waren in Vietnam. Ein ganzes Dorf, über 400 Zivilisten, Frauen, Kinder, alte Männer, niedergemäht mit den Maschinengewehren, auf Befehl. Was passiert da? Ich habe in Erinnerung, wie 1995 im deutschen Fernsehen ein Film war mit dem Bomberkommandanten über Nagasaki, Major Sweeney. Und Günther Jauch, der Moderator, fragte, was in dem halben Jahrhundert danach mit ihm vor sich gegangen sei. Er selber, Major Sweeney, hat mit eigener Hand mehr Menschen getötet als jeder andere in der Menschheitsgeschichte. Sein Kamerad 3 Tage vorher, Major Tibbets, über Hiroshima ausgenommen. Wie geht man damit um? Major Sweeney war empört. Was soll die Frage? Befehl ist Befehl. Jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan. Außerdem, der Scheißkrieg war dann ja wohl zu Ende. Wörtliches Zitat. Der Krieg mit Japan wäre längst zu Ende gewesen. Man wollte nur den Sowjets noch einmal zeigen, wie man in der Nachfolge des japanischen Kolonialsystems im Pazifik als neuer Herr aufmarschiert. Das geht bis heute so. Richtung China. Aber wenn das so ist, hat Sweeney recht. Jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan. Befehl ist Befehl. Begreifen wir, wie viel Verbrecherisches genau in diesem Prinzip liegt. Sogar Amerikaner hätten das begreifen können. 1947 in Nürnberg zum Beispiel waren die Kriegsverbrecherprozesse gegen die Nazi-Granden. Und die Ankläger fragten sinngemäß, was ihr denn gemacht habt bei dem bis dahin schlimmsten Krieg, der bis dahin vom Zaune gebrochen worden war. Und sie alle antworteten, Befehl ist Befehl. Wir haben nur gemacht, was wir mussten. Damals konnten die amerikanischen Ankläger genau das zum Zentrum ihres Vorwurfs machen. Darin besteht doch eure Schuld. Ihr habt eure Person abgegeben, in der Uniform. Ihr habt euch den Koppel um den Bauch gezogen auf dem Stand Gott ist mit uns und dann habt ihr den Götzendienst betrieben und geglaubt. Ihr habt euch den Stahlhelm über den Kopf geschoben und aufgehört zu denken. Ihr wolltet ankommen im Walhall der Geschichte als ganz groß. Aber genau das war euer Verbrechen, dass ihr eure Personalität, eure Gewissensentscheidung, euch selber abgegeben habt, nur in Gehorsam. Das ist Militär, ja, und eben deshalb muss das Militär beendet werden. Es hinterlässt keine Menschen mehr, nur dirigierte Mörderattrappen. Damit muss Schluss sein. Hätte man lernen können, 47 in Nürnberg bei den Nazis. Aber dann mussten wir genau das Gegenteil lernen. Das richtige Töten auf der richtigen Seite ist eine Pflicht für die Richtigen. Und dann haben wir die dauernde Spaltung der Moral. Es ist nicht möglich, gegen den Krieg nur aus moralischen Gründen zu sein. Die Moral selber ist ein Kampfmittel in der Auseinandersetzung. Deshalb müssen wir Putin dämonisieren. Saddam Hussein, Milosevic, Gaddafi, wen immer sie wollen. Ist immer der Dämon, der nächste Hitler, der Teufel selber. Und gegen den Teufel, sagen sie selber, kann man die Hölle gar nicht groß genug aufreißen. Die Engel, die daherkommen, Herr Scholz, weg mit ihnen zurück in den Hades.
Moral als Kampfmittel ist die Perversion von allem. Moral ist etwas, das alle Menschen zusammenführt, oder es ist gar nicht. Uns aber bringt man bei, dass es Gutes gibt und Böses gibt. Und das Böse muss man bekämpfen, wie wir gesagt haben. Die Alternative der Religion ist eine einfache, die ganze Bergpredigt. Man darf nicht die Symptome bekämpfen, man muss die Ursachen des Bösen begreifen. Die Angst des Hundes, der bissig wird. Die Angst dessen, den man so auf den Leib rückt, dass er keine Sicherheit mehr verspüren kann. Und auch soll, weil man ihn erpresst mit der Angst, die man in ihn treibt. Wir müssten die Ursachen verstehen, warum Menschen etwas falsch machen. Stattdessen hören wir nicht von Vergebung, Verstehen, Verhandeln, sondern Revanche, Vergeltung, Rache. Hatten wir die Tage noch. Im Irak starben 3 amerikanische Soldaten. Dann wird in einer Nacht mit 80 und mehr Militärschlägen zurückbombardiert und man hat 40 Tote. Können auch mehr sein. Egal, genügend Tote, um zu zeigen, wie stark man ist. Amerika beleidigt man nicht, schon gar nicht, wenn man aus dem Iran Raketen liefert. Wenn es so weitergeht, kann kein Friede sein. Natürlich nicht. Aber verstehen Sie die Gründe, weswegen Menschen furchtbare Dinge tun, und arbeiten Sie mit ihnen durch. Haben Sie die Bergpredigt als ein Therapeutikum für die menschliche Angst, für die Perversion unseres Handelns, vor der Bequemlichkeit einer falschen Tradition, die wie eine lange Blutspur sich durch die menschliche Geschichte schiebt. Und was könnten wir dann tun? Die Friedensbewegung leidet daran, dass sie, wenn überhaupt heute noch, den Mund aufmacht, irgendwie in der Erwartung, dass wir was erreichen können. Wenn wir demonstrieren und man sieht uns, die Zeitungen werden darüber nicht mehr schreiben, aber wenn es doch bekannt wird im Internet zum Beispiel, könnten wir Einfluss gewinnen. Und wenn wir den hätten, könnten wir auch politisch wirksam für den Frieden demonstrieren, manifestieren, organisieren, propagieren. Also sollten wir das tun. Meine Schwierigkeit ist mitunter, dass die Friedensbewegten wirklich glauben, man wird in Washington auf uns hören. Ausgerechnet, weil wir für den Frieden, also gegen Amerika sind. Wir sind Anti-Amerikaner. Wir wollen den Kapitalismus nicht. Wir haben eigentlich als Deutsche immer schon mit den Russen, mit den Kommunisten zur Hälfte paktiert. Auf uns kann man nicht hören. Wir machten den Willen zum Frieden wie Jesus selber. Auf Leben und Tod im Absoluten fest. Wir wollten nicht politisch Erfolge heimsen. Wir wollten nur der Wahrheit leben. Dann kann es gefährlich werden wie für Jesus selber. 1914, Jean Jaurès, ein Sozialist, will und kann nicht glauben, dass deutsche Bergarbeiter das Gewehr erheben auf französische Bergarbeiter, dass man mit vorgestrecktem Bajonett einander in die Leibesgrube stößt, um sich wechselseitig zu ermorden. Jean Jaurès glaubt, dass Arbeiter das nicht tun können. 1905 stehen 3 Zechen in Nordfrankreich in Flammen. Und deutsche Bergarbeiter aus Gelsenkirchen kommen, den Franzosen zu helfen. Wenn das möglich ist, kann dann 9 Jahre später ein deutscher Kumpel einen französischen Kameraden ermorden wollen. Jean Jaurès versteht das nicht und genau dafür wird er ermordet. Punkt. Und so geht's weiter. Mahatma Gandhi erklärt, dass man Hindus und Muslime nicht voneinander trennen darf. Sie gehören zusammen. Auf dem gleichen Subkontinent. Und er bekennt sich, dass er Christ ist, Muslim und Hindu. Und dass wer die religiösen Bücher eines anderen liest, mit den Augen des Gläubigen, sofort verstehen wird, dass Gott einem jeden Menschen auf Erden
das, was er nötig hat zum Leben, zu seiner Zeit sagt. Dafür wird Gandhi ermordet. Martin Luther King wehrt sich zugunsten der Befreiung der Farbigen, vor allem in den Südstaaten, gegen deren Verheizung im Vietnamkrieg. Dafür wurde er ermordet. 1995, General Rabin, ein Militärmann in Israel, nimmt die Osloer Verträge mit den Palästinensern dahin, dass man Frieden schließen könnte in einer Zwei-Staaten-Lösung. Die will er, damit endlich Frieden ist zwischen Juden und Arabern. Dafür wird er ermordet. Und seitdem haben sie die Politik, die dahin führt, wo wir heute stehen. So könnten wir dranbleiben. Es ist lebensgefährlich für den Frieden zu sein in einer mörderischen Welt, in welcher die Tötungsbereitschaft für Bürgerpflicht ausgegeben wird. Aber dahin müssen wir können. Es ist nicht nach Erfolgen zu suchen. Es ist unser Gewissen zu hören und dabei zu bleiben. Hier in der Schweiz lebte 1955 bei Aufrüstung der Bundeswehr im Westen Deutschlands Hermann Hesse. Er hatte einen Leserbrief bekommen mit der Frage, was er sich beim Roman Demian gedacht hatte. Das ist die Geschichte von einem heranwachsenden Jugendlichen, der moralisch sucht, was richtig ist und falsch, was man glauben kann und nicht. Hermann Hesse gab als Antwort aktuell zum Thema etwa diese Mitteilung. Was ist gut und böse? Wenn Sie jetzt kommen und dir sagen, das ist ein Gewehr, leg es an, das ist das Ziel, visiere es an, das ist der Abzug, betätige ihn, dann wird der Pappkamerad erledigt sein. Dann kommen Sie wieder und sagen, jetzt steht vor dir kein Pappkamerad, sondern der Feind, egal wie wir ihn nennen. Gewehr angelegt, gezielt, abgedrückt. Und du tust es. Dann wird die Zeitung dich rühmen. Du hast deine vaterländische Pflicht getan. Der Militärpfarrer wird kommen und sagen, er hat Gottes Befehl richtig ausgeführt. Es wird der Kompaniechef kommen und sagen, das sind meine Jungs, da kann man sehen, wie ich sie trainiert habe. Pünktlich und genau, Befehl ist Befehl. Und die Bürger werden sagen, uns hat es genützt, unserer Sicherheit hat es gedient. Er ist ein Held. Es ist aber auch möglich, dass du hörst auf die leise Stimme, die dir sagt, du sollst nicht töten. Und du nimmst das Gewehr und zerbrichst es über deinem Knie. Dann werden die Zeitungen sagen, ein Verräter, ein Deserteur. Und der Pfarrer wird sagen, ein Wirrkopf, der Gott nicht verstanden hat. 2000 Jahre Lehren der Kirche haben ihm nicht beigebracht, wie Gott in dieser Welt für Recht und Ordnung sorgt. Der Kompaniechef wird sagen, irgendwas ist da schiefgelaufen. Solche Leute gehören nicht in meine Truppe. Beim nächsten Mal machen wir das besser. Die Ausbildung ist strenger, straffer, genauer, perfekter werden. Wir lernen aus allen Fehlern, das verspreche ich euch für die Nachwelt. Und die Bürger werden sagen, ja, das ist unzuverlässig, wie kann man nur? Ist doch ein Bürger wie wir, jeder hat die Pflicht zu erfüllen, die man ihm aufträgt. Du wirst dich müssen entscheiden zwischen der Stimme des Brüllsergeant im Hintergrund oder der leisen Stimme Gottes in deinem Gewissen. Ich fasse es für heute Abend zusammen. 1947 lag in Basel, gar nicht so weit von hier, ein deutscher Dichter, Wolfgang Borchardt. Er hatte geschrieben, das Stück Draußen vor der Tür, von Beckmann, der nach Hause kommt und kein Zuhause mehr findet, weil er seelisch heimatlos geworden ist. Er möchte seine Schuld zurückgeben, aber er findet niemanden, denn der General, dem er sie geben möchte, sitzt längst an seinem Tisch, arriviert, etabliert, honoriert.
Beckmann leidet unter Albträumen, die er nicht los wird. Ein Xylophonspieler mit einem Knochenskelett. Ein Mond, der heult in der Nacht beim Schrei der Wölfe in der Steppe. Auch an Gott zu glauben, fällt ihm schwer. Der Tod regiert. Er rülpst, so hat er sich überfressen. Aber Gott scheint wie ein alter Mann. Wer hat dich eigentlich genannt, lieber Gott? Die kleinen Kinder, die im Bunker sitzen und Angst haben, die sagen, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott, und denen es gut geht. Die falten die Hände über den Bauch und sagen, lieber Gott. Aber wann warst du denn lieb, lieber Gott? Als 11 Mann aus meinem Stoßtrupp nicht zurückgekehrt sind, warst du da lieb, lieber Gott? Als eine brüllende Bombe meine Frau und meine Kinder zerriss, warst du da lieb, lieber Gott? Wir haben nach dir geschrien, gebetet, geflucht, in jedem Granatrichter, in jedem Schützengraben. Aber du bist alt geworden, lieber Gott. Du bist ersoffen in der Tinte deiner Theologen. Wir brauchten einen nervösen, unruhigen Gott, der leidet mit den Leidenden. Borchardt konnte lungenkrank, 47 auf dem Sterbebett, ein Vermächtnis für die Menschheit hinterlassen. Mutter in Deutschland. Mutter in der Ukraine, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst Kinder gebären, Mädchen für die Spitäler, Jungen für die Front, Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, sag nein und arbeite an der Werkbank, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst statt Wasserleitungen und Kochgeschirren Kanonenrohre und Handgranaten ziehen. Mann an der Werkbank sagt nein. Mann im Labor, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst den neuen Tod erfinden für das alte Leben. Mann im Labor sagt nein. Und Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst die Waffen segnen und den Krieg heiligen. Mann auf der Kanzel sagt nein. Denn wenn ihr nicht Nein sagt, wird das nur so weitergehen. Schlimmer und furchtbarer denn je. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit in der Hoffnung, Sie überzeugt zu haben. Sie müssen Nein sagen, um sich als Menschen zu bewahren. Dies ist der Titel meines Buches, das da liegt. Nur im Frieden bewahren wir uns selber. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.
Dankeschön, Herr Rohre. Musik ist wie die Stimme des Heiligen Geistes. Jeder versteht sie. Und was man verstehen könnte, trage ich nach. Ein Deutscher, der in russischer Kriegsgefangenschaft war nach 1945, hat es mir erzählt. Sie waren eingesetzt zum Gleisbau, ausgehungert, erfroren, erschöpft. Dann konnte es sein, dass russische Wachposten mit dem Bajonett hineinstachen in den am Boden liegenden, um ihn zur Arbeit voranzutreiben. Das sah am Gleisrand eine russische Frau und rief entsetzt: Ukat dogomat! Es hat doch jeder eine Mutter. Für diesen Mann war das die Umschreibung für die russische Seele und für den Frieden. Wenn Jesus meint, wir könnten Gott nennen unseren Vater, könnten wir genauso sagen unsere Mutter. Ein mütterliches Gefühl der Liebe ist der einzige Weg zum Frieden. Treten wir diese Gefühle mit Füßen, egal unter welchem Kommando, gleichgültig für welches Ziel, ist der Krieg die Frucht, die wir ernten, nach einer scheußlichen Blutsaat, mit der wir die Welt um und um düngen. Nochmal, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Christlicher Pazifismus. Wir hörten auch, wie dieses Vorbild Jesu bis zum Kreuz, wie weit werden Menschen das aufnehmen in ihre Herzen, danach leben, in der Gesellschaft dafür eintreten, wie groß die andere Macht dem gegenüber. Und ich habe manchmal fast ein bisschen apokalyptische Ängste, wenn man bedenkt, was jetzt, wie Sie es dargestellt haben, was noch kommt an neuer Technik und die alten Muster von Feind, wie sich das aufschachtelt, weitergeht. Also, eine Frage. Wir haben noch etwas Zeit zur Diskussion. Wenn es eine kurze Frage ist, können Sie sie einfach laut sprechen und nach Möglichkeit werden Sie sie wiederholen. Oder ich komme mit dem Mikrofon. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar ein Gedankenexperiment. Wenn Sie jetzt zum Beispiel der Westen nicht gewehrt hätte gegen den Angriffskrieg von Putin, was wäre nach Ihrer Meinung geschehen? Das wäre ja total wertkritisch, nicht? Schön, dass Sie so fragen, weil die Antwort liegt auf der Hand. Schon, dass wir reden müssen von Angriffskrieg, ist die Festlegung im Sprachgebrauch bei allen Nachrichten. So muss es bezeichnet werden. Haben wir noch Platz dafür zu hören, dass Putin noch im Dezember 2021 gesagt hat, die Bedingung zum Frieden ist eine ganz einfache. Die Ukraine kommt nicht in die NATO und sie bleibt militärpolitisch neutral. Punkt. Punkt. Selbst Donald Trump kann sagen, ich könnte den Frieden in der Ukraine an einem Nachmittag haben. Rückkehr zu den Bedingungen vom Dezember 2021. Genau das wollte man nicht haben. Es kommt noch viel verrückter. Als der Krieg begonnen hatte, im Februar 2022, hatte man wenige Wochen später auf Vermittlung der Türkei in Istanbul Gespräche, die von dem Israeli Bennett lanciert wurden, in der Verständigung, Russland und die Ukraine brechen den Krieg ab und vereinbarten, dass die Ukraine bei Russland bleibt, dass Donbass abstimmt, ob es zu Kiew gehören will oder nicht,
und keinerlei militärische Bedrohung mehr. Keine Aufrüstung der Ukraine, keine Bedrohung der Ukraine. Das wäre gewesen, wenn wir gewollt hätten. Was wir wirklich wollten, war der Krieg in der Ukraine, ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine, Brzezinski 97. Man muss die einzige Weltmacht, so heißt das Buch, die Ukraine, Russland wegnehmen, um Weltmacht zu erringen. Und nun haben wir einen Stellvertreterkrieg mit Hunderttausenden von Toten. Das kümmert uns nicht, weil wir ja die Siegreichen zu sein versprechen. Russland hätte uns nicht überfallen und die Idee, Russland will ganz Europa besetzen, ist ein reiner Angstunfug der Propaganda. Dafür spricht nichts. Wir hätten haben können billige Preise, gute Handelsverträge, Zusammenhang von Ost und West, kein Krieg. Der Einzige, der das nicht wollte, weil er es nicht gebrauchen konnte, waren die USA. Mit dem Kapitalismus, muss ich jetzt noch ein Stück ergänzen, ist Frieden nicht vereinbar. Kapitalismus muss expandieren, braucht Zugriff auf Ressourcen, braucht Arbeitssklaven für Billiglöhne, kann nur wachsen, um sich selber zu erhalten. In dieser Struktur der Wirtschaftsordnung haben wir eine ewige Konkurrenz und niemals wirkliche Partner. Das steckt dahinter. Nicht Russlands Angriffskrieg ist der Schuldige, sondern wir, die ihn dahin getrieben haben. Und das ist Amerika eigentlich immer. Man bringt den anderen in die Lage, dass er kaum noch anders kann. Das mögen Sie nachlesen bei Machiavelli schon. Nicht immer ist der Angreifer, sondern er reagiert auf die Falle, die man ihm gestellt hat. So ist das mit Putin. Geschehen mit diesen Handelsverträgen, weil wir ja wissen, dass Putin keine Handelsverträge einhält. Das wäre mir unbekannt. Was die Amerikaner an Verträgen gebrochen haben, ist enorm. Sie haben zum Beispiel 2011 gesagt, sie wollen in Libyen lediglich eine Flugverbotszone einrichten. Stattdessen haben sie Gaddafi ermordet und bis heute Libyen auf den Kopf gestellt, musste Putin glauben. Sie haben erklärt, dass man, was eigentlich 2003 im Irak, nur Ordnung herstellt. Eigentlich den Terrorismus bekämpft. Saddam Hussein war aber kein Terrorist. Er war eigentlich ein liberaler Sozialist. Ganz sicher kein Islamist. Die Lüge ging aber durch und man machte damit Krieg. Mal wieder ungefähr 2 Millionen Tote. Das ist nicht Russland, das ist Amerika. Das sind wir, der Westen. Hält keine Verträge? Wo denn? Was denn? Die Ukraine gehört zu Russland länger, als es die Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt gibt. Kann man das politisch mal und kulturell ein Stückchen mitvollziehen? Russland hat seine Geburtsstunde in Kiew. Wenn Sie dort die Klöster besuchen, finden Sie den Ursprung der russischen Orthodoxie. Nein, darf man nicht, man muss eine ukrainisch-orthodoxe Kirche haben. Den Patriarchen in Moskau als Putin, Lakai, anklagen. So kann man auch Religion handhaben. Und das wird immer weitergehen. Gogol kam aus Kiew, ist mit 24 Jahren nach St. Petersburg gegangen, hat hinterlassen den Roman, der in der Ukraine als Nationallektüre gewürdigt werden könnte, Taras Bulba, ein Kosakenroman. So eng konnten Russen und Ukraine zusammen sein. Jahrhundertelang, natürlich waren das zaristische, in gewissem Sinne eroberungstaktische Manöver von St. Petersburg, aber es hat gehalten. Wir mussten die Ukraine dahin bringen, spätestens ab 2014 mit dem Maidan-Putsch aufzuräumen. Amerika hat damals Millionen gezahlt. Frau Nuland hat genau das behauptet und gesagt. Man wollte die Auseinandersetzung, mit oder ohne Krieg. Dann hat man jetzt, was man will, einen Stellvertreterkrieg. Die geschichtlichen Verbindungen von Ukraine und Russland ist übrigens im Interview mit Putin eine halbe Stunde lang erklärt, was jemand von dort mal das hören will. Ja, ganz herzlichen Dank für den interessanten Vortrag.
Ich habe noch eine Frage zu einer Stelle aus der Bibel, die ich immer Mühe habe zu verstehen. Und ich wäre interessiert, wie Sie diese Stelle erklären würden. Und zwar, das ist die Stelle, wo Jesus sagt, wenn einer auf die eine Wange haut, soll man ihm die andere Wange hinhalten. Und ich habe immer wirklich Schwierigkeiten gehabt, das zu verstehen. Und mir kam das immer wahnsinnig passiv vor. Und ich sage mal so, die letzte Variante, wie ich mir vorstellen kann, was es bedeutet, wäre ungefähr folgendes. Wahrscheinlich so eine Bewegung, dass einem so jemand ins Gesicht schlägt, dass man das Gesicht wegdreht. Und wenn es dann heißt, die andere Wange hinzuhalten, dann ist es ja eigentlich so eine Bewegung, wiederzukommen und dem anderen in die Augen zu schauen und sowas zu sagen, ich bin noch da. Ich schlage nicht zurück, aber ich bin da und ich bin präsent und ich werde da bleiben, auch wenn du noch 3, 4, 5, 6 Mal hinzusteckst. Und jetzt wäre ich interessant, wie Ihre Interpretation ist. Sie haben vollkommen recht, es gehört zum Zentrum der Botschaft Jesu. Petrus fragt ihn einmal, wie oft soll ich meinem Gegner vergeben? 7 Mal? Und Jesus sagt, nein, 7 mal 70 Mal. 7 Mal Rache zu üben, ist die Idee von Lamech in der Genesis. Der Kain-Sohn Lamech wird 7 mal sich rächen, wie Gott Kain beschützt, den Mörder seines Bruders, er aber Lamech 7 mal 70-fach. So stark ist er. Und Jesus meint, wir müssen diese ganze Mechanik von Vergeltung ein für alle Mal aushöhlen. So geht es nicht weiter. Also sicher nicht zurückschlagen. Ich gebrauche das Bild jetzt einmal, um es psychotherapeutisch zu interpretieren. Nehmen wir an, Sie sind geschlagen worden. Auf die rechte Wange, das heißt mit links. Dann dürfte man annehmen, dass die linke Hand das Unbewusste verkörpert. Der andere hat gemeint, er trifft genau den Richtigen. Er wollte dich treffen. Aber könnte es nicht sein, er irrt sich. Du bist überhaupt nicht derjenige, für den er dich hält. Er hat den Zorn auf seinen Vater, auf seinen Lehrer, auf seinen älteren Bruder, auf seinen Drillsergeant, auf seinen Chef, auf jeden anderen. Und du kommst jetzt genau ähnlich. Und da schlägt er drauf. Bei dir kann er sich womöglich leisten, du bist schwach genug, du bist nicht sein Chef. Er wird nicht aus dem Dienst fliegen. Gesetzt, du weißt, dass du zu Unrecht geschlagen wurdest. Dann kannst du zurückschlagen. Dann bist du der Stärkere. Dann zeigst du, wo die Hake hängt. Aber du hast nur bewiesen, dass der andere sich nicht ganz vertan hat. Du bist wirklich so schlimm, wie er dich geglaubt hat. Angenommen, du machst das Gegenteil. Du lässt seinen Schlag sich wiederholen. Diesmal mit rechts, mit Bewusstsein. So leisten, du willst dahinter kommen, warum die Aggression überhaupt besteht, was deren Hintergründe sind. Und die arbeitest du mit dem anderen durch. Die Situation ist jetzt doch die, du weißt dich ungerecht angegriffen. Der andere glaubt aber im Recht zu sein, aus was für Ursachen auch immer. Dann lägst doch daran, ihn dahin zu bringen, dass er merkt, dass er den Falschen getroffen hat und überhaupt die ganze Schlagepraxis ein Fehler ist. So wie bei Putin übrigens auch. Der Angriff auf die Ukraine ist ein schlimmer Fehler. Ärger als ein Verbrechen. Putin kriegt alles, was er nicht wollte. Jetzt mit Sicherheit. Ein neues Thema. Wenn wir einmal so weit sind, wir müssen den Schlag sich wiederholen lassen, damit wir seine Ursachen begreifen, haben Sie die perfekte Psychotherapie. Normalerweise wird ein Therapeut attackiert mit Vorwürfen. Ein Lehrer in der Schule, ein Pastor auf der Kanzel. Sie sagen in der Öffentlichkeit irgendetwas und natürlich sind andere dagegen. Wenn Sie den Gründen aber nachgehen, woher die Gegnerschaft stammt, können sie miteinander versöhnen. Und jetzt ist es die feste Meinung Jesu. Zu diesem Gedanken der Bergpredigt gibt es definitiv keine Alternative. Wir diskutieren hier nicht über Putin oder über Biden oder über was auch immer. Wir diskutieren über ein Prinzip der Menschlichkeit, über den Kern der Botschaft Jesu. Machen wir es nochmal.
denken wir uns, ja, wenn wir angegriffen werden, müssen wir zurückschlagen. Dann haben wir genau das, was wir vermeintlich bekämpfen. Adolf Hitler auf dem Obersalzberg. Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewöhnt, zurückzuschlagen. Ab 6.15 Uhr wird zurückgeschossen, wird Bombe mit Bombe vergolten. Damit fing das an und endete mit über 50 Millionen Tote. Das können wir weitermachen, können wir haben, hat sich ja bewährt scheinbar. Und die Leichenhaufen müssen uns nicht bekümmern. Nur ich frage mich, welchen Boden will man denn verteidigen? Die Bibel erzählt im 4. Kapitel der Genesis, wie Gott Kain anredet. Die Erde hat ihren Mund aufgetan und schreit zu mir zum Himmel, weil sie das Blut deines Bruders trinken musste. Schweifend und flüchtig wirst du sein. Diese Erde wird niemals mehr deine Heimat. Ich frage Sie ganz simpel, glauben Sie im Ernst, Sie können ein Haus noch betreten, in das Sie nur zurückkommen konnten, indem Sie die Leichen davor aufgehäuft haben, mussten Sie überwegsteigen, beseitigen und werden dann in Ruhe schlafen, in Ihrem Haus, das Ihnen immer schon gehört hat? Oder glauben Sie nicht selber, Sie sind heimatlos geworden in alle Ewigkeit? Außer sie lernen die Menschlichkeit wieder, dann müsste man sogar im Sinne Jesu sagen. Oder mit Jean-Jacques Rousseau. Die Erde gehört keinem, ihre Früchte allen. Oder noch anders, Jean-Jacques Rousseau. Wenn in dem Moment, als jemand angefangen ist, einen Zaun zu ziehen um ein bestimmtes Areal auf dem Acker, um zu erklären, dies sei sein Acker. Ein anderer gekommen wäre, der den Zaun wieder eingerissen hätte. Es wäre der Menschheit jeder Krieg, jede Revolution und jeder Unfriede erspart geblieben. Die Erde gehört keinem, das ist die Meinung Jesu. Und über uns alle scheint die gleiche Sonne, der gleiche Regen fällt hernieder. Das zu glauben, ist das Ende der Fähigkeit, denen zu glauben, die sagen, wir müssen aber uns Krieg ertüchtigen. Wir müssen Soldaten werden. Wir müssen rekrutieren. Damit Sie es ein für alle Mal mit nach Hause nehmen, erzähle ich es nochmal anders. Den 13-jährigen Kindern, vor allem vor Weihnachten, wird man beibringen, liebe Kinder, es gibt wirklich Menschen, die sind Heilige. Die tun, wie Jesus gelebt hat. Einer von ihnen, um 1200, lebte in den Averner Bergen. Franziskus hieß der. Es war Schnee gefallen, der sehr hoch lag. Und es war ein Wolf immer wieder in den Ort Gubbio, in die Herden der Hirten eingedrungen und hatte die Schafe gerissen. Die Bauern in der Bevölkerung waren darüber empört. Sie nahmen die Dreschflegel, die Sensen, die Knüppel und zogen aus, der Bestie den Garaus zu machen. Als Franziskus barfuß über den Schnee ihnen vorausging, direkt auf den Wolf zu und ihn umarmte, »Bruder Wolf«, sagte er zu ihm, »nur weil du Hunger hast, hast du das getan.« Und er gebot den Leuten in Gubbio, ihn zu halten, ähnlich einem streunenden Schäferhund, indem sie ihn freiwillig versorgten. Und kein Schaf mehr würde gerissen werden. Seht ihr, Kinder, so handeln die Heiligen. So möchte es Jesus. So wären wir Menschen. Das bringen wir bei in den Weihnachtstagen, den 13-Jährigen. Kaum sind sie 16 oder gar 18, wird man ihnen beibringen, bei Wölfen draufschießen, totschlagen, ausrotten. Und man wird nicht verrückt dabei? Es gibt keinen Widerstand dagegen. Das ist ganz normal. So muss man sein in Europa, im christlichen Abendland.
und belügt von früh bis spät sich selber. Ich wünsche, Sie gehen mit reinem Gewissen und mit sich im Einklang nach Hause, indem Sie sagen, wozu man Nein sagt und wozu man leidenschaftlich Ja sagt. Eine Alternative zum Frieden kann es nicht geben. Dankeschön. Unser Gast mit seinen bald 84 Jahren steht hier wie ein Baumstamm, ohne zu wanken, von seiner Botschaft stark angetrieben. Und wir brechen hier jetzt auch die Fragerunde ab. Er hat schon vieles uns mit auf den Weg gegeben. Ich möchte noch daran erinnern, dass wir noch einmal zwei Vorträge haben. Der nächste mit Lea Sutter, die von sich aus interessiert war, was passiert in der Bevölkerung vor Kriegen und nach Kriegen. Und sie machte Interviews, besuchte Leute in 10 Ländern, wo Krieg war, und sie erzählt aus ihren Erfahrungen. Das ist nächster Montag. Sie hat mir heute noch geschrieben, sie werde ihr kleines Baby mitnehmen, ob man da irgendwie schauen kann. Und währenddem sie Ulrich Schmid und Herr Brevermann auf dem YouTube-Kanal des Forums, da haben wir schon 14 Jahre, können Sie dort finden. Lea Sutter ist im Moment sehr sensibel und möchte eigentlich nicht, dass man es filmt. Also wenn Sie sie hören wollen, dann müssten Sie da sein, nachher ist es weg. Und dann der zwei Wochen, der Chefredaktor der Zeitschrift Religion und Gesellschaft Ost und West, ein Spezialist für Ostkirchen, der das genauer ausführen wird, was passierte da zwischen Russland und Ukraine mit der orthodoxen Kirche. Das verfolgt er in seinen Zeitschriften. Jetzt wünsche ich Ihnen ein gutes Nachhausekommen und nochmals einen Dank und Applaus für unseren Referenten. Vielleicht lohnt es sich zu erwähnen, es gibt auf YouTube einen eigenen Drevermann-Kanal, der unterhalten wird von einem Dozenten in Indianapolis. Da finden Sie Vorträge aller Art über Wundererzählungen in der Bibel, über Themen, die mit der Auslegung der Botschaft Jesu, der Bergpredigt zu tun haben, ganze Semester lang, und natürlich auch zum Thema Krieg und Frieden. Entsprechend dem Buch hier, nur durch Frieden bewahren wir uns selber. Das Titelbild ist von einem Maler in Bremen, Vogeler, der in Worpswede ein leidenschaftlicher Pazifist war. Er hat 1918 einen Brief an den Kaiser geschrieben, wie Gott da steht und keiner hört ihn mehr. Man beruft sich auf Gott, palavert politisch und will nicht verstehen. Vogeler ist dafür in die Irrenanstalt gekommen, nur weil er für den Frieden war. Solche Bilder hat er gemalt, wie wir uns selber bewahren gegen den Krieg. Nochmal, kommen Sie gut nach Hause und vor allem bei sich selber an. Dankeschön.